Hallo und herzlich willkommen zu einem wirklichen Experiment und ich experimentiere gerade, ob der Omni 2 sich endlich aufnehmen lässt. Deswegen, vorgeschlagen von Herrn Wölfi, werde ich mich nun an die Linie 19 auf Alheim-Laurenzbach wagen. Mit einem Ofen 530 Facelift mit Voigtgetriebe und irgendeine Nummer, die ich mir nicht gemerkt habe, warum auch. Mit Marburger Kennzeichen bis scheint, MAS Marburg, oder? Ich jetzt einfach mal von aus. Ah, kenne mich ungefähr so gut mit Bussen aus wie, ja, Angela Merkel. Ich hoffe, ich kenne sich nicht mit Bussen aus. Im Bus startet man den Bus anders. Ich glaube, den startet man aber so. Das stimmt. Ich bin jetzt aber leise. Ach, tatsächlich nicht so. Wie gesagt, Linie 19 nach Breckerfeld von Holdau Postamt. Die 19. Hat er gerade gepiept. Oh, perfekt. Den 19 nach Alheim-Brecherfeld. Nächste Station, Holder, Post, dann genau. Gibt doch einen Kurzläufer zur Dieselstraße. Jeder zweite fährt nur bis zur Dieselstraße. Es liegt kurz davor. Ich für diese Richtung entschieden, weil eine Haltestelle nur in diese Richtung bedient wird und wir wollen ja alle sehen. Vorratsdruckzug. Ja, bau mal Hase auf, ja. Haben wir noch ein bisschen Zeit. Dann würde ich mal bis 14 nach vorspulen. Dann sollte auch die 22 vor uns weg sein, genau. Ich kann keinen Bus fahren, ich fahre mit Tastatur, weil es zusätzliche Herausforderungen zu. Ah, ich kann damit gut fahren. Ich bin. Ah! Perfekter Bus. Naja, ich habe mich bewusst für einen Solo-Bus entschieden. Ich weiß inzwischen nicht mehr, ob das so eine gute Idee war. Naja, passt schon. Und die Türen sind lag. Hallo. Das ist natürlich ein Garant für Pünktlichkeit. Ob das in eine Folge passt oder ob die Verspätung so groß wird, dass ich das schneiden muss. Hallo. Ob ich jetzt einfach nur Zeit verschwende. In der Nacht. Um 13, 22 gerade. So, ich spule mal auf 15 nach vor. Eine halbe Minute früher kann man immer losfahren, dann meckern die Leute nicht. Aber will da noch jemand? Keine Ahnung, ich fahre jetzt einfach. Ich glaube, die Ansage war nicht automatisch auf Alu, Alheim, Laurenzbach, Alu. Keine Ahnung. Alheim, Laurenzbach. ALZ. Nächster Halt, Holdauer Straße. Isa. Die strecken immer ihre Arme so schnell aus. Ha, es gibt anscheinend doch Autoansagen. Ja. Letztes Mal gefahren bin mit den Bussen alle nicht. Ja, mit dem Bus anscheinend schon. Das ist super. Erfreulich. Ich fahre nicht scheiße, danke. Hallo. Ich hab Fahrschulverkauf an, ne? Wollte ich nur anmerken. Es war nur auf einfach, weil ich keinen Bock habe, hier jetzt ewig zu verkaufen, aber ein bisschen. Die Fahrplan ist aber eng getaktet. Ich weiß nicht, was diese Buchstaben selber bedeuten. A steht für Anforderung. Und alles irgendwie Anforderungsampeln. Welche das jetzt ist, keine Ahnung. Ja, mal nicht, wenn, man kommt eine 24 und, ne? Ob da noch? Toll. Ich gern gesehen. So, jetzt aber hier, oder? Na! So kriegt man die Verspätung immer. Was ist für eine Linie? 23. Ja, wir starten ja kurz hinterm Hauptbahnhof. Am Holdauer Postamt. Ich glaube, zwei Haltestellen wären das noch gewesen. Ja, meine. Danke. Ich werte das jetzt mal, als ich da fahren. Ja, ich glaube nicht. Oh Gottchen, jetzt mach doch mal. Es ist doch. Dankeschön! Wir dürfen fahren! Ein Solobus geht das immer. Gut. Ah! Ja, nee, ich hätte nicht in F3-Modus gehen sollen. Brinkbergstraße, gut. Hamburg. Oh ja, ich fahr zu schnell, das ist nicht gut. Ich fahr, das ist niemals gut. Ich fahr irgendwie auf der anderen Spur, das ist auch nicht gut. Und Spiegel hat einen Spontanausfall. Können Sie mal anders fahren? Anständig fahren? Nein, ich fahre nicht anders und ich fahre nicht anständig. Ich mal ein 4 GB Patch jetzt erst runterladen übrigens. Ich hoffe mal, der bringt was.
Hier verläuft Flüssinger. Naja. Hallo. Alle laufen seit auf große Karte. Und Katastrophe Ruhr funktioniert sowieso nicht. Da ist die Performance so scheiße, da kann man NASA-Rechner haben und die ist scheiße. In Hamburg ist auch irgendwie die Karte der Fehler. War eine gute Karte, aber irgendwie hatte ich, ist das die einzige Karte bisher, auf der ich viele Fehler hatte. Also wirklich viele irgendwelche Bugs oder sowas. Außer Katastrophe. Stop. Nö, aber da ist jetzt noch nichts spielzerstört. Das passiert auf Hamburg. Manchmal sehr seltsam. Ist ja, nichts oh, ja, mit 3, 35 um die Kurve, da würde ich mich auch beschweren. Ich hoffe, die wollen nicht aussteigen, weil ich so scheiß Farbe, das steht dann da. Eigentlich so eine Minute Verspätung. Ja, wo ich die ja rausholen wieder, ne? Verspätung. Ihr wollt doch alle pünktlich zu Hause oder bei eurem Job oder wo auch immer ankommen. Da muss man halt auch. Aha, hallo, laden. Ja, laden. Alle. Ganz Karte laden soll, da wäre mein Cash ja völlig überlastet und ich hätte 30 Jahre gebraucht, weil so eine riesige Karte ist. Bei kleinen Karten kann man das machen. Jetzt fahre ich mal ganz langsam um die Kurve und jetzt verpasse ich deswegen wahrscheinlich die Ampelphase. Nein, die Ampelphase ist lang anscheinend relativ. Ja, so. Oh, ich bin langsam genug für die gewesen. Meine Damen und Herren. Ach du Scheiße, was ist denn hier? Industriestraße. Das sieht richtig nach Industrie aus. Man könnte böse Zungen würden behaupten, das ist ein Wohngebiet. Ja. Guten Tag. Ja, hier könnte ich. Hey, ich fahre hier beide Richtungen. Ne, zwei. Ach, gut. Ich muss schnell fahren. I'm sorry. Sorry. Farbbänder, Klaus. Wenn es zu schwach wird, auf zu Klaus. Geht's aus, Dale-Impuls oder Lay-Impuls, Klosterstübel, Betten. Nächster Halt, Rudolfstraße, zum Rathaus Rudolfsstraße. Städtischem Integrationszentrum, bitte hier aussteigen. Integrationszentrum, ach ja. Steigen bestimmt die ganzen Ausländer aus. AfD-Witz. Auf der AfD gibt's dann ja keine mehr, bald. Ach ne, das war eine falsche Info, dafür entschuldige ich mich jetzt schon. Ja, wenn ich jetzt pauschal gegen raus. Wie illegal. Und Teile der Partei sind gegen jegliche Form. Große Teile. Ich will hier niemandem was Unrecht tun. Glaubt, ein Gelenkbus wäre gar nicht unpraktisch Hallo. Gewesen. Hallo. Oder bei dem Bus nehmen, weil der hier standardmäßig auf der Karte fährt. Irgendwie, Ticket ist heute nicht. Wollen sie nicht. Gut. Ich hab grün, ich muss fahren. Das ist aber auch eine enge Spur hier. Das ist ja wirklich ganz knapp bemessen. Das ist ja ein Witz hier. Danke. Hier los auf der Karte gerade. Naja. Da dachte ich, hätte einen modernen PC von diesem Jahr. Omsi belehrt mich immer wieder eines Besseren. Mit, dauerhaften Nachladen. Gott. Kann halt auch nur die ganze Karte laden oder immer dieses nervige Nachladen machen. Naja. Mögrö. Da möchte ich in Gladbach ran. Ah, ich darf fahren. Tschüss. Ah, Linker. Habe ich gemacht, die ganze Zeit. Bin ich aufgefallen. Ich hab Vorfahrt. Ach nö, jetzt muss ich mich wieder zum Pöbel gesellen. Ah nee, ich darf da nix. Hinter uns ist ein Bus. Was haben wir da für eine Linie? Und dann sieht man das Gras durch die Straße. Wir dürfen fahren, die 21. Wurde ich nicht auch mal zum Holderbau aus Dampf, wenn ich nicht blöd bin? Oh ja, war vielleicht früher mal so. Das nutzt ihr vielleicht immer. Ich kenne mich da nicht so aus. Hier auf dieser Karte. Also auch spannend auch.
Und Grundorf, Grundorf, da könnte ich jede Haltestelle sagen. Bahnhof Sonnenfeld, genau. Ja, ich fahre jetzt durch, ne? Im Petruskrankenhaus. Ne, ich halt nochmal netterweise hier. Bahnhof Sonnenfeld. Hinter der 19. Sind wir nicht die 19, aber der fährt wahrscheinlich zur Post ab. Ja. Oh, da kommen schon die Menschenmassen zu mir angelaufen. Vorne ist ein netter Regio. Flüge nach Kleve, Mönchengladbach, Rosenthal und Ruhrau. Anzeigetafeln wären ja mal ganz praktisch, aber nein. So, ich bin selbst an so eine Bahn. Ich fahre mal vorbei, Kollege, ne? Ich habe ja schon fast 3 Minuten Verspätung. Aber jetzt fahre ich doch schon wie Kamikaze-Fahrer durch die Gegend. Ja, nichts dagegen. Da durch verboten, ich glaube aber für da. Hier. Ich fahr vernünftig, nur weil ich ein bisschen schnell und um die Kurven fahre. Machen Sie bitte die Tür auf, ich will hier raus. Da mach ich halt die Tür auf. Tschüss. Ja, anscheinend ist es nicht so dringend. Kein Fußgängerweg in der Nähe assigned. Mhm. Ah. Ja, kein Wunder, ich Verspätung ab. Ja. Ich darf hier bestimmt auch auf der Busspur fahren, auch wenn die eigentlich in die andere Richtung ist. Kinderwagen hat gedrückt, hätte die Kinderwagen gedrückt. Sehr unfreundlich. Okay, Kinderwagen bei mir drin, das gibt's aber. Ach, meine Scheiße. Oh Gott. Hilfe. Petruskrankenhaus raus. Ach, jetzt muss ich ja schon wieder warten. Oh Gott, ich liebe Ampeln. Warum sie? Alba! Jetzt habe ich tatsächlich die Blinkertaste statt der Fahrtaste. Der Nachteil einer Tastatur. Kann sich schon mal verdrücken. Ey, das war jetzt. Haben wir souverän um die Kurve gefahren. Ja, hier muss ich schön den Schlenker machen. Zum Petruskrankenhaus. Eine halbwegs große Umsteigehaltestelle. Das ist ein ziemlich altbackenes Krankenhaus. Sollten die vielleicht ja in Erwägung ziehen zu renovieren. Ich bin ja fast wieder pünktlich. Ganz kaum fassen. Ja, fährst du da nochmal? Ich fahr gleich durch dich durch hier. Oh Gottchen. B222 nach Wese ist jetzt links statt rechts. Gut. Ja, bleib da. Oh Mann, wo jetzt fahrt doch mal. Ich war gerade noch. Ja. Ich bin da nicht in die Treppe. Ich mache jetzt nicht Stopp. Ich halte mich an alle Verkehrsregeln. So. Ah, da kommt gerade keiner. Upsi, sie habe ich ja gar nicht gesehen. Es tut mir aber leid. Ach ja. Ist ein bisschen über die Straße. Hallo. Hat niemandem. Nö, Tickets wollen euch niemand kaufen. No problemo. Ah, ich glaube, ein Gelenkbus wäre ein bisschen praktisch gewesen. Ja, da kann ja mit rechnen, also okay, zur Hauptverkehrszeit, naja. Aber der fährt nicht zum Hauptbahnhof. Das ist eine Ausrede. Am 29. Riesenstraße. Ich muss sowieso. Ah ne,
da wäre es auch kurz links gegangen. Und Netto. Mann. Mann! Ja, dann tun sie das halt. Oder mit den Stadtwerken Laurensbach. Oder einfach ein anderer Busfahrer. Wird manchmal Wunder, so ein anderer Busfahrer. Name. War sehr großzügig, eine Minute für diese Haltestelle zu berechnen. Sehr zuvorkommend. Warum ist das Kreisverkehrsschild schon da und nicht vor dem Kreisverkehr? Was für ein Kreisverkehr überhaupt? Was für ein Kreisverkehr? Wo ist denn? Ach, das soll ein Kreisverkehr sein. Jo, mei. Mir aus. Bus halt im Kreisverkehr, das ist auch nicht häufig und so ein seltsamer Kreisverkehr auch nicht. Ich hätte vielleicht ein Spiel gucken sollen. Ja gut, ich konnte es von Haus ab. Achso, übrigens der Mittelweg, der da eben war, das war, oder Mittelstraße, was war das? Wegstraße? Straße? Das war die Station, die nur in die eine Richtung Breckerfeld bedient wird. Ja, schon 50 gefahren, ich bin böser Mensch. Ja, so. Ich bin ein bisschen aufgefahren. Passiert schon mal. Wir können jetzt bequem am Bürgersteig aussteigen. Und einsteigen. Eine Kurzstrecke. Winterguth, grenzt ja ein Wunder. Eine Kurzstrecke hätten sie gern. Das mache ich sonst nicht so. Normalerweise mache ich das mit den Tastenkombinationen. Danke. Bitteschön. Sehr viele Stewardess unterwegs. Fahren doch gar nicht zum Flughafen. Ich muss rechts, oder? Oh, ich sah einfach stark von aus. Ja. Natürlich wäre falsch gefahren oder so. Ich hätte wieder wenden müssen. Weil das, Emberstraßenschild, wenn nicht Emberstraßen, Sackgassenschild schon, ziemlich, früh aussah. Aber nein, das war wirklich nur für diese eine Straße, die man da reinfahren konnte. Ne, hier war ich nicht, das ist geradeaus. Nein, sind wir nicht. Wir sind Michael Vettel. Michael Vettel? Sebastian Vettel. Naja. Ist dasselbe. Wollen Sie hinten einsteigen, bitte? Wir seid gute deutsche Bürger. Wir marschieren nach vorne, oder wie? Guten Tag. Guten Tag. Und tschüss. Boah, nur noch eine Minute Verspätung. Das ist nicht schlecht. Weil ich ein bisschen was rausholt, wenigstens. Am Ringofen kommt Warmer Straße. Au. Ja. Ich würde jetzt eher weniger empfehlen, da geradeaus zu fahren, ne? Ich glaube aber, die meinen damit links fahren. Ja. Eine Sackgasse. Das finde ich ja putzig. Geradeaus. Naja, es war so halb geradeaus, ne? Wirklich ganz halt. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. So.
diese Straße. Die Inhaltsstätte von jeder zweiten Fahrt, aber wir fahren ja Richtung Breckerfeld. Ich wollte ja die ganze Linie, wenn schon alles zeigen. So. Breckerfeld. Ob ich harter seinen Führerschein gewonnen oder was? Ich kenne dich auswendig, Manni. Ich bin so ein gemeiner Busfahrer, der immer ganz vorfährt. Der Zug ist das ja noch schlimmer. Eine Fahrkarte bitte. Ach, eine normale Fahrkarte hier, natürlich. Ich dachte, ich hab schon. Gut. Müssen es noch drei Stationen, glaube ich, noch stellen diese Straße irgendwie sein. Ja. Nächster Halt, diese Straße. Da waren wir schon, Luisa. Ah. Nächster Halt. Aber fahren Sie mal vernünftig hier. Ich kann vernünftig fahren. Tue ich aber nicht. Ich bin ja. Ich kann warten. Jetzt wäre Start-Stopp-Automatik ganz nett. Ui. Wie die Arbeit für Busfahrer, ne? Ach du Scheiße, Dreck hier ja. Und wenn ich gesehen hätte, dass hier die Haltestelle wäre, dann hätte ich. Ja, dann steig ich halt aus, Jung. Bist du auch der Einzige, der das anscheinend meint. Wenn ich nur nicht fahren, weil ich so weit vorne bin, dann kann ich auch noch fahren. Nein. Trevent kann ich eigentlich nicht bei 2 Minuten Verspätung machen. Bei 2 Minuten? Das ist eigentlich nichts. Im Vergleich zu dem, was sonst Busse und Bahn zum Teil haben, ist 2 Minuten echt nichts. Schappener See. Ich glaube, ich muss das Video 2 Hälften teilen, wenn es überhaupt ganz funktioniert hat. Ich jetzt mal hoffe. Glasballers. Station Natur und Umwelt. Der Bus ist gar nicht so voll. Ja, also ja, ergibt schon Sinn, dass nur jede zweite Fahrt über diese Straße hinausfährt, hier auf diese Landstraße. Ja, also die eine Station hätte es jetzt auch noch laufen können. Uiuiuiui, da habe ich dich angefahren noch. Keine Beschwerde bekommen. Nicht tot. Wir leben noch. Eine Station. Eine Station. Ja gut. Vielleicht will er noch weiterfahren. Dann ist das verständlich. Oh, nur auch 1 Minute Verspätung. Das ist ja weniger sogar. Luxus pur. Ach, hier darf man nur 50 fahren. Ja, hätte ich das vorgesehen, dann wäre ich natürlich auch nur 50 gefahren. Nein, wäre ich nicht. Auf der Straße kann man so schön so schnell fahren. Gibt ja keine Blitzer. Nächster Halt, Schappener See. Da waren wir gerade, Luisa. Im Sportpark und Luisa, da waren wir schon. Nächster Halt, Breckerfeld. Wir mit aller Weiße. Aussteigen. This is the last stop of this line. Please exit here in Breckerfeld. Thank you for traveling with AV. Wie heißt sie? AVG Mobil. Have fun at the Schappener See.
Bitte bedenken Sie daran, Ihre persönlichen Gegenstände mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Please take your all your belongings with you when you leave the bus. Thank you. Ich hoffe, ich habe gutes Busdeutsch gesprochen. Und Bahndeutsch. Kennt ja immer schön aus der deutschen Bahn, wie schön die alle Deutsch und Englisch reden. Deutsch geht meistens noch und dann kommt das Englische. Oh. Ja, eins wäre jetzt nicht nötig gewesen. So, ich bin überall noch im Soll. Ich weiß gar nicht, sieht man das in der Aufnahme? Nein, sieht man nicht. Schade. Ja, ich bin überall im Soll. Die höchste Verspätung war 2 Minuten 49 am Bahnhof Sonnenwil. Danach hat sich sukzessive verbessert und war nie mehr höher als 1,50 in Leuchtefurt. Und ansonsten immer so um die 1 Minute, wenn nicht sogar weniger. Perfekt. Na, der Henne? Ja, der Henne sage ich herzlichen Dank fürs Zuschauen. Hab wohl doch nur für eine Folge gereicht. Tschüss.